Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Bevor wir jetzt weitermachen, wollte ich mal noch kurz im Inventar schauen, und beziehungsweise im Charakter. Denn wir haben noch einen verfügbaren Attributspunkt und Vorteilspunkt, den wir wieder einsetzen können. Okay, 20 ist das Max-Level. Stealth und Assassinenfähigkeit. Dann nehmen wir mal Coolness. Und dann schaue ich hier nochmal durch, was wir so machen wollen. Konstitution. Waffenhandhabung. Okay, das ist natürlich cool mit dem neuen Hammer. Betrifft nur stumpfe Waffen. Ich habe auch gesehen, dass man den Hammer ziemlich aufmotzen kann. Und der macht ja jetzt schon irgendwie 400 Schaden. Erdbeben. Das hört sich schon spannend an. Aber halt auch die Nachladegeschwindigkeit ist eigentlich auch sehr nice. Ja, schwierig, schwierig, schwierig immer, diese Auswahl hier. Das hört sich spannend an. Ninjitsu, aber da brauchen wir noch 3 Coolness. Damit wir das Level erhöhen können hier. Okay, weniger Ausdauerkosten beim Fokus. Den finde ich ja auch noch ziemlich nice. Fokus. Und andererseits hier mal beim Edge Runner. 90% haben wir schon Edge Runner. Du hast dir einen Ruf unter Söldner und Respekt auf den Straßen verdient. Aber das reicht noch nicht. Nur die wenigsten werden in dieser Stadt wirklich zu Legenden. Und zwar nur die, die alle Grenzen überwinden und das Unmögliche vollbringen. Das hat, glaube ich, mit den Street Cred zu tun. Amerikanischer Blues. All diese Gesichter an dem Baum in Dogtown bestätigen nur eins. Es gibt keinen großen Plan, nur Individuen und ihr unvermeidbares Ende. Und manchmal gibt es bei all dem keinen tieferen Sinn, egal wie verzweifelt du danach suchst. Freundschaft, Loyalität, Ehrgeiz. Am Ende bleibt nur noch Zynismus übrig. Keine Ahnung, was das ist. Ein Gefühl, das an sich nicht viel Hoffnung vermittelt, aber ihr zwei seid euch näher gekommen, weil ihr es teilt. Und das ist wenigstens etwas. Okay, das hat, glaube ich, mit Johnny ein bisschen zu tun, wie wir mit ihm umgehen. Aus dem letzten Loch. Dich hält nur noch die reine Willenskraft am Leben. Jetzt aufzugeben, käme einer völligen Niederlage gleich. Und Kapitulation ist nicht Teil deiner DNA. Und auch nicht Teil von Johnnys. Das steht fest. Bloß nicht nachlassen, dein Ziel ist es, ist zum Greifen nah. Deutsch wieder mal on point heute bei mir. Wir sind jetzt hier in der Nähe von Dogtown. Theoretisch könnten wir das jetzt anfangen. Allerdings habe ich gesehen, hier gibt es mega viele NCPD-Aufträge. Und da wir eigentlich gleich nebenan sind,
würde ich die einfach gleich mal machen, damit wir die erledigt haben. Und außerdem gibt es hier noch ein paar neue Nachrichten. Von Nix zum Beispiel. Du hast eine Überweisung erhalten von Nix. Danke nochmal. Okay. Lazy Wizzy, mein erster BD. Unser kleines Abenteuer war sehr inspirierend. Ich habe heute meinen neuen BD rausgebracht. Danke. Ohne dich wäre das nichts geworden. Was? Willst du schon in den Medien sehen? Halt die Augen offen. Ich glaube, die wird zum Cyber Psycho. Claire Russell. Hey, wie? Nicht, dass ich Angst habe, bei dir mitzufahren. Aber vielleicht kannst du bis zum nächsten Rennen noch ein wenig üben, okay? Hey, findest du, dass ich auf der Straße eine echte Bedrohung bin? Ja, ja, sagt die große Meisterin. Wie sieht's mit deiner Treffsicherheit aus? Komm, wir spielen's ein bisschen auf. Hey, komm mir jetzt nicht so. Na gut, dann übe ich halt noch ein wenig, versprochen, komm schon, ich fahre immer so, das ist mein Fahrstil. Deshalb mag ich dich so sehr wie. Aber im Ernst, üben. Okay, ja, ist gut. Oso Bozo. Hey, ich habe deine Nummer von einem Kumpel bekommen, der meint, du wärst gut. Wenn das wirklich stimmt, habe ich einen Job für dich. Ruf mich an, wenn du Interesse hast. Osop Bozo. Neue Mission. Send in the clouds. You heard right. I need a driver. Mm-hmm. And for what exactly? Oh, you know, this and that. I got a few errands to run. A couple of friends that need paying a visit. The usual. Listen, I'm a straight shooter, so let me cut right to the chase. I heard you're the best in town. Thing is, I like working with the best. And I know the best don't come cheap. I'm not gonna get into the nuts and bolts, 'cause if what they say about you is true, you can handle anything. So let's get this settled. You got what it takes? Or are they wrong about you? Right. I'm in. Japantown, then. By the market entrance. Give a few honks and I'll stroll up. Later, V. Okay, interesting. Mal schauen, was dieser Typ von uns will. Ich habe übrigens auch in der Zwischenzeit nochmal mein Inventar ein bisschen geleert und Sachen verkauft. Und anderen Stuff gemacht. Der nicht so spannend war. Hier gibt es noch einen neuen River Dog. Laser. Hallo. Not a bad looking clinic you got here. One of the best in the whole city. Surprised, eh? People think Pacifica is the third world. Children playing barefoot among ruin, but they can't see the strength that lies dormant here. One day, they shall reckon with it. Okay, zeig mal hier, was du hast. Mm-hmm, and? And what? You're a ripper, aren't you? Yes, for my people. I'll make it worth your while. Is that so? Worth it by how much? Mhm. 8.000 und 3.000 haben wir. Wir haben ja immer noch Kategorie 4 Sachen drin. Plus 5. Plus 2. Das würde sich halt schon mal lohnen, das abzugraden. Auch das hier, das sind 2 Speicherpunkte, das sind auch 2. Es ist doof, dass man hier die Dinge nicht vergleichen kann. 1,4, 1,7, 2,9. Komm, das nehmen wir auch mal. Mechatronischer Kern, plus 30 Schaden gegen Drohnenroboter, Mix und Geschütztürme.
Ein gegnerischer Quick-Hack wird automatisch aufgehoben. Das hört sich spannend an. Also das hier. Plus 1,25 Speicherpunkte. Ich meine, wegen Drohnen, Roboter, Mechs und Geschütztürme, I don't know, brauchen wir das? Hier wird das mal nehmen, 16.000, komm. Why not? Das andere Zeugs könnten wir eigentlich mal verkaufen. Gibt zwar nicht so viel zurück, aber okay. Hier haben wir ja was ziemlich Gutes eigentlich. Netwatch Netdriver MK1. Könnten es höchstens noch verbessern auf Kategorie 4. Würde ich gleich einfach mal machen. Ja gut, eben diese Abschuss, diese Raketenabschussarme, I don't know. Und dann würde ich wahrscheinlich lieber die Klingen haben oder die Gorilla-Arme mal ausprobieren. Weil die könnten uns auch manchmal in Räume hineinbringen, die wir nicht so leicht öffnen könnten. Normale Gorilla-Arme sind leichter, effizienter und stärker zu haben, Ersatz für Arme. Physischen Schaden, Schockschaden, Chemieschaden. Schockschaden hört sich spannend an. Oder vergiften. 86.000. Wir nehmen mal die in die Arme. Alter, 647.000 nur noch. Könnten wir auch noch verbessern. Heb Gegner hervor. Geschütztürme und so weiter und so fort. Fünfunddreißig Meter, 37 Meter, überall okay. Okay, dann ändert sich hier unten einfach noch das ganze Speicherwiederherstellung durch Neutralisieren eines Gegners. Ne, wir nehmen das. Wie gesagt, wir gehen ja ein bisschen mehr so auf Stealth und Netrunner hin. 138. Boah, das wird sich schon lohnen. Sind 24 mehr. Okay, komm. Ich meine, wir nehmen schnell wieder Money ein. Frage Kapazität. In 30, 27. Sechzehntausend nehmen wir auch noch mit. Fünfhundertneunundfünfzigtausend, okay. Hier haben wir schon eigentlich gute Tech. Die könnten wir bloß noch ein bisschen verbessern. Gut, theoretisch könnten wir auch mal Smartwaffen ausprobieren. Wir haben ja hier dieses Tattoo. Aber wir brauchen da, glaube ich, noch was anderes.
Ich würde sagen, das reicht erstmal. Haben wir ein bisschen mehr? Lizenz zum Verchromen. Edge Runner. Haben wir ein bisschen mehr Panzerung? Vielen Dank. Appreciate it. Thanks. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Right, wie gesagt, wir machen jetzt erstmal noch ein paar Überfälle hier. Nach dieser langen, oder nach diesen mehreren langen Story-Mission, das wollte ich sagen. Okay, hier geht's nicht hoch. Wie kommt man denn da hin? What the hell? This isn't college. You have to think. Vielleicht da hinten? Das ist ja eigentlich auch wieder gut, ein bisschen Kleinstuff zu machen. Der uns irgendwie weiterbringt. Nee, man kommt da nicht lang. Vielleicht ganz oben. Neutralisiere die Gegner. Sie bewohnen. Spannend, dass man hier aufs Dach kann. Wach, ja, der Sack. Da steht es viel, es hat doch immer noch ziemlich viel. Punkte. Is that capable? Irgendwie. Alter, der fährt hier was runter. Leckt das Spiel gerade ein bisschen wieder und hat ein paar Aussetzer manchmal beim Ton, was weird ist. Weil eigentlich gab es, glaube ich, kein neues Update. Gespräch zwischen Richard und Imani. Guten Tag, in Bezugnahme auf unser kürzliches Gespräch möchte ich hiermit unsere Vereinbarung bestätigen. Bezüglich meiner Tochter leider waren meine Überzeugungsversuche nicht von Erfolg gekrönt und ich werde nicht zulassen, dass sie den Namen meiner Familie mit ihrem Fehlverhalten besudelt. Soll heißen, ich soll sie umlegen oder was? Das Problem muss aus der Welt geschafft werden. Ja, zusammen mit diesem Mann Sydney. Sie haben vor, die Stadt zu verlassen, halten sich derzeit aber noch in den Westwind Estates auf. Die Koordinaten sind anbei, zusammen mit dem Überweisungsbeleg. Oh Mann, du bist echt ein richtig beschissener Typ. Aber Eddies sind Eddies, ich kümmere mich drum. Nochmal ein Gespräch zwischen Richard und Amelie. Amelia. Süße, ich hoffe, dir ist klar, was ich von deiner Beziehung zu Sid halte. Der Kerl ist ein nichtsnutziger Junkie. Ich erlaube nicht, dass die Erbin des Herbert-Vermögens eben dies an so einen verschwendet. Ende der Diskussion. Inzwischen weiß ich, dass ich offenbar nicht streng genug war und statt ihn nur hinter Gitter zu bringen, hätte ich ihn erschießen sollen. Ich sehe meinen Fehler ein, wenn dich meine Leute mit ihm erwischen werden, sie ihn auf der Stelle neutralisieren. Fick dich, Dad! Es tut mir leid, das zu lesen. Wir reden, wenn du nach Hause kommst. I don't know, was das bedeutet. Und was soll das schon wieder heißen? Genau. Fick dich!
Amelia, ich muss sagen, ich bin enttäuscht von dir. Heißt das wirklich, fick dich? 3, 8, I don't know, ich kenne mich da mit diesen komischen Emojis, Anführungszeichen, nicht ganz so aus. Zumindest wenn sie mit Zahlen und so weiter gestimmt sind, da habe ich keine Ahnung. Gleich mal schauen, ob das Spiel irgendwie, I don't know, gerade ein bisschen buggy ist. Weil es eben diese Soundaufsetzer hat. Was weird ist. Ist da drüben was? Wahrscheinlich nicht. Dann haben wir schon zumindest schon mal das hier. Komm schon, fall doch runter. Naja. Dann halt nicht. Rollercoaster, kann man denn mit dem fahren? Wäre noch spannend zu wissen. Das sollten wir überleben. Mal schauen, das nächste ist hier auf der Straße. Diese dort. Schon ziemlich runtergekommen hier alles. Aber viele Kisten gibt's hier. Könnte zwar auch unter der Brücke sein, wahrscheinlich eher. Yes. Ist unter der Brücke. Autsch. Gut, aber ich würde sagen, das war's erstmal wieder von dieser Folge Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.